Erstmal schönen Dank noch für die Einführung. Und der Blackout hat ja offenbar auch positive Seiten, selbst wenn das ganz wenige sind. Zum Beispiel die, dass ich heute ein derartig volles Auditorium hier habe, weil Sie über das, was Sie als Vorgeschmack vor einiger Zeit hatten, wahrscheinlich etwas mehr wissen möchten. Blackout ist eine länger dauernde Angelegenheit als nur 2 Stunden und er betrifft auch im Allgemeinen nicht nur eine Stadt, sondern es ist eine Frage, wie groß die Teile des europäischen Verbundnetzes sind, die ein solcher Blackout betrifft. Unser Stromnetz ist nicht nur einfach ein Drahtgewirr, sondern es gehören auch die Energieerzeuger, die ganz unterschiedlichen, dazu. Und damit ist das elektrische Verbundnetz, so wie es hier steht, wirklich eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften überhaupt. Und wir sind von seiner Funktion wirklich auf Gedeih oder Verderb inzwischen abhängig. Sie haben das andeutungsweise eben schon selbst erfahren. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat schon 2011 seine Erkenntnisse auf über 200 Seiten und dann zusammengefasst in folgender Feststellung, die würde ich gerne nochmal vorlesen. Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls zu einer Schadenslage von besonderer Qualität summieren. Betroffen wären alle kritischen Infrastrukturen und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzials ist ein diesbezügliches gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden. Seitdem hat sich wirklich kaum etwas geändert, vor allem in Richtung des Risikobewusstseins. Risiko besteht aus 2 Faktoren. Einmal der Schadenshöhe und dann der Eintrittswahrscheinlichkeit. Also Risiko kann man sozusagen sogar mathematisch fassen. Die Schadenshöhe, die ist ganz vor kurzem aktuell nochmal qualitativ bewertet worden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Fokus hat am 26.09. die zitiert mit folgenden Sätzen. Durch das schrittweise Abschalten der Kraftwerke, die mit fossilen Energieträgern arbeiten, erhöht sich das Risiko eines Blackouts, also eines totalen Stromausfalls, deutlich, wenn die alternativen Energiequellen gerade nicht liefern können. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat deswegen in seiner aktuellen Übersicht die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland eine durch einen Stromausfall verursachte Katastrophe eintritt, höher als jede andere Gefahr bewertet. Auch die Schäden bewerten die Bevölkerungsschützer höher als beispielsweise einer neuerlichen Pandemie oder von Regenfluten, wie sie im Hochsommer Westdeutschland heimsuchten. Diese Äußerung ist also nicht irgendwo versteckt, sondern die kann man beim Fokus, zumindest online, jederzeit nachlesen. Also zur Höhe der Gefahr, die von einem solchen Ereignis ausgeht, ist schon ein bisschen etwas gesagt. Und dann sollten wir uns nochmal die Risiken ansehen, die dem Stromnetz deuten. Ich lese es mal vor. Ganz oben steht Sonnenstürme. Das ist etwas, was gelegentlich so mal aufflammt in den Medien, was aber keinesfalls aus dem Bewusstsein der Menschheit verdrängt werden sollte. Dann geht es weiter links, Umpolung des Magnetfeldes der Erde, extreme Wetterereignisse, Zunahme stochastischer Ereignisse im Netz, Abnahme der Schwarzstartfähigkeit, dann menschliches Versagen, Cyberangriffe, defizitäre Stromversorgung und ganz unten rechts mangelnde Sachkunde der Politik. Mit dem ersten Punkt möchte ich mich gern
etwas ausführlicher beschäftigen. Denn wenn man sich das genauer ansieht, dann stellt man schließlich fest, dass es sich um das größte Menschheitsrisiko überhaupt handelt. Sonnenstürme entstehen dadurch, dass die Sonne gelegentlich Ladungswolken ausstößt von geladenen, negativ geladenen und positiv geladenen Teilchen, die mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zurasen. Die brauchen für diese Entfernung in unterschiedlicher Weise etwa einen Tag. Und dann würden sie allerlei Schaden anrichten, wenn nicht das magnetische Feld der Erde da wäre und sie, wie man hier sieht, nach oben und nach unten ablenken. Das ist der Normalfall, der dafür sorgt, dass wir von diesen Teilchenstrahlen eigentlich nichts merken. Aber das ist ab und zu mal anders. Zum Beispiel auch an diesem 2. September 1856. Da sind die Menschen aufgewacht schon früh, weil es viel heller war als gewohnt. Und das war kein Sonnenlicht, das waren Nordlichter, die auch nicht nur in der nördlich des Polarkreises erschienen, sondern auf der gesamten nördlichen Halbkugel bis nach Hawaii runter. Und das waren nicht die einzigen Phänomene, die man beobachten konnte. Damals gab es noch kein Stromnetz. Was es schon gab, waren Telegraphendrähte. Und diese Telegraphenleitungen, die sprühten plötzlich Funken, so dass das Papier sich stellenweise entzündete. Sie waren völlig außer Funktion. In diesen Drähten waren durch die magnetischen Felder dieser bewegten Ladungen Ströme induziert worden, erhebliche Ströme. Und das Ganze dauerte ungefähr einen Tag. Und die Menschheit hatte Glück, dass sie damals noch nicht den technischen Fortschritt hatte, über den wir heute verfügen. Wenn ein solches Ereignis heute stattfinden würde, hätte das Folgen, die in einer Dokumentation des Senders NTV, die am 11. Oktober vorigen Jahres ausgestrahlt wurde, die darin sehr gut beschrieben sind und sich nachvollziehen lassen. Der Titel dieser Doku heißt Countdown zum Weltuntergang, der Sonnensturm. Und ein Fazit ist besonders erschreckend. Diejenigen, die das gemacht haben, und das waren durchaus anerkannte Fachleute, teilen mit, dass wenn ein solcher Sturm heute auftreffen würde, nach einem Jahr nur noch 10% der Menschheit am Leben wären. Also eine sehr drastische Aussage, die ich aber durchaus für gültig halte. Es werden beim Sonnensturm in allen metallischen Teilen Spannungen induziert und es fließen dann Ströme. Und je größer diese metallischen Teile sind, umso stärker ist dann auch der Stromfluss. Der würde zum Beispiel dazu führen, dass Hochspannungstransformatoren, wie sie hier abgebildet sind, völlig zerstört werden. Und diese Transformatoren wieder zu erneuern, würde eine Zeit dauern, die man nach Jahren bemessen muss. Die müssen auch mühsam wiederhergestellt werden. Und während dieser Zeit gäbe es keinen elektrischen Strom, zumindest auf der nördlichen Halbkugel nicht, wenn dieser Teilchenstrom aus der gleichen Richtung kommt wie damals. Hier steht Umpolung des Magnetfeldes der Erde. Das ist ganz ähnlich zu betrachten von der Gefahrenlage her. Das magnetische Feld der Erde ändert seine Polung, dreht sie also um, alle 200.000 bis 300.000 Jahre. Seit der letzten Umpolung sind schon über 700.000 Jahre vergangen. Eine weitere Umpolung wäre sozusagen überfällig. Und wir haben eine Wanderung des Nordpols auch schon festzustellen,
deren Geschwindigkeit sich laufend erhöht. Im Augenblick beträgt sie etwa 50 Kilometer pro Jahr. Und mit dieser Geschwindigkeit wandert der Nordpol in Richtung Sibirien. Wenn eine völlige Umpolung stattfindet, dann gibt es kein magnetisches Feld der Erde. Die Erde ist sozusagen nackt diesen Teilchenströmen der Sonne ausgeliefert. Das ist ein Ereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit 1 auf uns zukommt, also absolut sicher, auch wenn sich der Zeitpunkt nicht genau feststellen lässt. Aber die Menschheit wäre eigentlich gut beraten, auch für dieses Ereignis Vorsorge zu treffen. Es wäre die gleiche Vorsorge, die man gegen starke Sonnenstürme treffen müsste, eine sogenannte Härtung aller elektrischen Geräte und Leitungen. Wobei Härtung eine Abschirmung meint, die so massiv ist, dass in dieser Abschirmung die Ströme induziert werden und im Inneren praktisch von deren Wirkung gar nicht ankommt. Also das sind Menschheitsrisiken, gegen die der Klimawandel, was für Ergebnisse er auch immer haben wird, harmlos erscheint. Ich habe hier mal die Ursachen rot gekennzeichnet, die vom Menschen beeinflussbar sind. Und diese Ursachen, die nehmen ständig weiter zu. Muss man schauen, was haben wir als nächstes hier? Ja, erstmal die Zunahme stochastischer Energien im Netz. Stochastische Energien meint, dass diese Energien zufällig in ihrer Stärke variieren. Ist also die Windenergie und natürlich auch die Solarenergie, denn auch am Tag, wo man ja erwarten könnte, dass die liefert, gibt es Wetterlagen und Witterungslagen, wo die über lange Zeiten praktisch ausfällt. Dass diese Energien zunehmen in ihrem Anteil, das wissen wir alle. Es ist ja im vergangenen Jahr schon gejubelt worden, dass die Leistung und die insgesamt im Jahr erzeugte elektrische Energie der Energie, die durch Kohle erzeugt wird, überlegen ist. Aber das hat sich inzwischen rückschauend nochmal geändert. Das vergangene Jahr war doch einigermaßen windstill und mit Flauten durchsetzt und die Kohle hat wieder aufgeholt. Und der Wind ist eben nicht regelbar. Und damit kann man nur mit Windenergie und mit Solarenergie kein elektrisches Netz betreiben. Das reicht absolut nicht aus, und wenn wir noch so viel Windenergie liefern. Es wird immer Zeiten geben, wo diese Energien nicht da sind. Und dann muss eine andere Energieerzeugung die gesamte Last übernehmen können. Das Kriterium für die richtige Einstellung für die Gleichheit von Verbrauch und Produktion in jedem Augenblick ist die Frequenz. Die beträgt 50 Hertz, 50 Strom- und Spannungswechsel in der Sekunde. Und wenn die nur um Bruchteile eines Prozent zu groß ist oder zu klein, die Grenzen sind hier mit 50,2 Hertz und 49,8 Hertz mal eingezeichnet, dann schaltet sich das Netz automatisch ab, damit es nicht selbst zerstört wird. Und es gab ja in dem alten Stromnetz, das mit regelbaren Energien gespeist wurde, eine ganze Reihe von Mechanismen, die diese Gleichheit automatisch hergestellt haben. Zum Beispiel die Generatoren, die, wie Sie hier sehen, mit gewaltigen Schwungscheiben versehen sind. Diese Schwungscheiben speichern Energie, kinetische Rotationsenergie. Und wenn jetzt die Verbraucher etwas mehr Leistung ziehen, dann kann das Netz eigentlich gar nicht so schnell reagieren. Aber diese Rotationsenergie wird dann sofort in
Sekundenbruchteilen in elektrische Energie automatisch umgewandelt. Und praktisch wird das Rad dann ein klein wenig dadurch abgebremst. Und diese Momentanreserve ist ein ganz wichtiger Regelungsfaktor, der wird entfallen nach Abschaltung der Generatoren. Und ich weiß nicht, was für einen Ersatz sich die Schöpfer des neuen Netzes vorstellen. Die Windrotoren, die können das nicht. Sollten ein paar technisch versierte Leute sein, dann kann ich hierzu mal etwas sagen. Maßgeblich ist das Trägheitsmoment natürlich bei dieser rotierenden Masse und dann die Drehzahl. Und diese kinetische Rotationsenergie hängt quadratisch mit der Drehzahl zusammen. Und die Drehzahl bei diesen Generatoren, die beträgt 3000 pro Minute. Bei den Windrädern nur 10 etwa pro Minute. Und das macht natürlich im Quadrat einen ganz gewaltigen Unterschied. Da kommt dann ein Verhältnis 1 zu 90.000 zustande. Auch wenn das Trägheitsmoment der Windräder vergleichbar ist durch ihre langen Flügel mit dem Trägheitsmoment der Generatoren, bringt es praktisch nichts. Also mir ist nicht bekannt, wie man die Momentanreserve darstellen will in einem Netz, aus dem man die Generatoren mit ihren Schwungmassen verdrängt hat. Und es wird immer häufiger nötig, händisch einzugreifen bei den Dispatchern der Kraftwerke. Es regelt sich nicht mehr von selbst. 2003 waren im ganzen Jahr nur 2 solche händischen Eingriffe überhaupt nötig in den Netzen, die in Deutschland betrieben werden. Und ach nee, das ist die Regelzone TenneT, also eine der 4 großen Regelzonen. Und inzwischen ist das angestiegen weit über den Wert von mehr als 1000 Eingriffen, den wir hier noch im Jahre 2011 hatten. Das Ganze ist, weil wir europäisch zusammenhängen mit den anderen Ländern, kein rein deutsches Problem, sondern hier sieht man, dass für die Schweiz bis 2017, auch die haben alle Hände voll zu tun, das Netz händisch stabil zu basteln. Defizitäre Stromerzeugung. Also nicht nur schwankende Stromerzeugung, sondern auch in der Summe, in der insgesamt im Jahr erzeugten Energie defizitär. Hier haben wir ein Beispiel, wo an einem Tag mal für die sogenannten Erneuerbaren ein ganz klares Defizit da ist. Unten sehen Sie gelblich die erneuerbaren Energien an diesem 8. Dezember, an diesem 10. Dezember vorigen Jahres und oben in den roten Kurven den Tagesgang des Verbrauchs. Und die gesamte Fläche dazwischen müssen die alten verteufelten Energiequellen Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie liefern. Die werden das bald nicht mehr. So sieht der Fahrplan aus der Abschaltung. Und unten steht das eigentliche Fazit. Wenn alles abgeschaltet ist, dann haben wir bei einer Jahreshöchstlast im Augenblick von 82 Gigawatt, die noch ganz erheblich ansteigen wird, der Bedarf, ein Wegfall von 52 Gigawatt. Diese Lücke, die muss irgendwie geschlossen werden. Und bitte? Ja, also Gas wäre das Gegebene eigentlich. Denn Gaskraftwerke, die sind erstens regelbar, sind auch schwarzstartfähig, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, nur die baut im Augenblick niemand. Für Investoren ist einfach nicht zu erkennen, in welchem Umfang ihre Investition sich lohnen könnte. Das modernste Gaskraftwerk Deutschlands ist ja, das war im vergangenen Jahr, ich glaube,
28 Stunden insgesamt am Netz, wegen der Vorfahrt, die die erneuerbaren Energien haben. Und das haben die, diese gigantischen Verluste haben die Investoren dort noch getragen, aber das werden sie sicher nicht mehr lange machen. Außerdem dürfte es ungefähr vom Genehmigungsverfahren, bis das Ganze am Netz angeschlossen ist, doch etwa 6 bis 7 Jahre dauern, ehe diese Gaskraftwerke wirklich Strom liefern können. Also die Zeit, die da gewesen wäre, um diese Gaskraftwerke zu bauen, die ist eigentlich schon verstrichen. Und dann müssen wir bedenken, gibt es ja ganz starke Bestrebungen, auch den Zeitpunkt der Abschaltung vorzuverlegen, weg von 38, das ist ja schon etwas, was überhaupt gar nicht mehr akzeptiert wird von den Grünen. Es muss also noch schneller alles gehen, und wenn man sich fragt, wohin muss es gehen, fällt einem eigentlich nur die Katastrophe ein. Denn diese Lücken, die hier mal durch die Fragezeichen symbolisiert sind, die werden nicht nur wegen des Wegfalls von Erzeugern immer größer, sondern auch durch das Ansteigen des Bedarfs. Elektroauto wissen Sie alle, und da kann heute schon der Bedarf nicht mehr befriedigt werden. Vor 3 Tagen war der Schornsteinfeger gerade mal hier und er hat erzählt, im Nachbardorf hat sich jetzt ein zweiter ein Elektroauto gekauft und hat bei der Energieversorgung eine Wallbox beantragt. Also eine Steckdose, die hohe Leistungen liefern kann, so 50 Kilowatt. Das ist mindestens der Verbrauch eines Einfamilienhauses. Und da ist ihm gesagt worden, das geht nicht. Mit einer Steckdose hier im Dorf ist das Netz ausreichend ausgelastet schon. Mehr kann es einfach nicht liefern. Jetzt kann ich Auto fahren. Bitte? Jetzt kann er nicht Auto fahren. Ja, ja, wo, er kann woanders hinfahren und dort laden. Nur nicht zu Hause. Mhm. Und es gibt hier eine ganz große Gefahr. Da kommen wir wieder auf den Blackout zurück. Man hat in dieser Situation, die ja im Prinzip erkannt wird schon, wenn auch widerwillig, diese defizitäre Energieversorgung, den Ausweg gesucht, nicht auf der Versorgerseite das Problem zu lösen, sondern auf der Seite des Bedarfs. Da wird es also Abschaltungen geben, kontrollierte. Dafür hat man den schönen Namen Spitzenglättung erfunden. Und dieses Gesetz für die Spitzenglättung liegt ja bereits in den Schubladen und wird mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen, Wochen nach den Wahlen dann wirklich beschlossen werden. Und man muss sich dann die Situation in den Schaltzentralen der noch verbliebenen Elektrizitätswerke vorstellen. Die werden alle unter einem ganz erheblichen politischen Druck stehen, so wenig wie möglich und so selten wie möglich abzuschalten. Ist ja verständlich. Aber ein hochkompliziertes System wie unser Stromnetz, wenn man das ständig am Rande der Stabilität fährt, dann steigt eben die Gefahr auch, dass es völlig außer Kontrolle gerät. Und so ein Netz, ich muss es nochmal sagen, es ist kein Fernseher, den man ausschalten kann. Und wenn man ihn einschalten kann, ist alles wie gehabt. Da ist alles anders oder zumindest ganz vieles. Und es gibt Versagensfälle, wie zum Beispiel den 2004 bei der sogenannten Ems-Querung, wo halb Europa ohne Strom war, wo man sich lange um die Ursache gestritten hat. Es ist dann einem Energieversorger auferlegt worden, aber der war nicht schuld. Die Ursache ist viel komplizierter. Jahre später erst hat ein Mathematikinstitut diese Ursache gefunden, im sogenannten Bress-Effekt. Das Bress-Phänomen, das gibt es in der Verkehrsregelung und das lautet, es kann sein, wenn man eine neue Straße irgendwo baut, dass man dadurch Probleme an anderen Stellen bekommt und Überlastungen.
Das versteht man grob gesagt darunter. Also ein solches Bress-Phänomen hat man rückwirkend da festgestellt. Das nur zur Erläuterung, wie kompliziert dieses Netz ist und wie groß die Gefahr, die dadurch besteht, wenn man die Reserven für Regelung immer kleiner macht. Und das werden wir ganz bestimmt noch erleben. Die Speicherung wird ja als Lösung durchaus immer genannt. Ja, nun wissen wir, dass das Netz ist der Speicher, aber wer da nicht gläubig ist, der hat Pech gehabt. Auf jeden Fall, es gibt auch andere Möglichkeiten zu speichern, zum Beispiel die sogenannte Sektorenkopplung und die Speicherung da drin. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie ein Elektroauto haben, wird das auch Teil dieser Sektorenkopplung. Wenn das nachts an der Steckdose ist, kann es passieren, dass an einer intelligenten Steckdose natürlich, Smart Grid, dass das gar nicht geladen wird, sondern wenn die Netzverantwortlichen feststellen, dass zu wenig Leistung da ist, dann wird ihr Auto entladen. Das ist kein Scherz. Dann wird also die Restladung Ihres Autos noch genommen, um das Netz zu stabilisieren. Und damit macht natürlich ein Elektroauto noch weniger Freude als eigentlich sonst. Aber das Bundesumweltamt nennt als Speicher in erster Linie immer Batteriespeicher. Und dazu möchte ich Ihnen mal ein Beispiel hier zeigen, was solche Batteriespeicher vermögen und wie sie dann aussehen werden. Hier haben wir mal aus dem Jahre 2017 den Energieverlauf sozusagen vom 16. Januar bis zum 27. Und auch hier sehen Sie wieder das Rote und das Gelbe hier unten, diese dünnen Schichten, das sind Windenergie, Onshore und Offshore. Und das Gelbe dann noch Solarenergie. Und weit oben drüber befindet sich der Verbrauch. Und die konventionellen müssen die Lücke schließen. Und das Ganze dauert hier 10 Tage. Also müssen wir schon ins Auge fassen, dass wir für einen solchen Zeitraum die Energie speichern, die in unserem Netz gebraucht wird. Daraus lässt sich dann die Dimensionierung dieses Speichers abschätzen. Es müssen insgesamt 16 Terawattstunden gespeichert werden. Ein Terawatt ist 1 Million mal 1 Million Watt. Und es lässt sich ausrechnen, dass man dafür einen Lithiumspeicher braucht, der eine Masse von 48 Millionen hat. Da passt die Cheops-Pyramide ungefähr 7-mal rein von ihrer Masse. Und nun ist das kein reines Lithium, sondern wir können mal ansetzen, dass 2% dieser Masse Lithium sind. Und da kommt immer noch das 10-fache der gegenwärtigen Welt-Lithium-Förderung heraus. Also man muss dem Ganzen das Prädikat illusorisch einfach erteilen. Die Cyberangriffe. Vor einiger Zeit war ja sogar die Telekom davon betroffen. Und Cyberangriffe auf elektrische Netze hat es schon öfter gegeben. Der größte Angriff war 2015 in der Ukraine. Da wurden 30 Kraftwerke stillgelegt für mehrere Tage. Und ich glaube, etwa 4 Millionen Menschen hatten da keinen Strom. Und man vermutet, dass die Hackerszene, die das gemacht hat, in staatlichen Strukturen angesiedelt waren. Die beiden Großmächte, USA und Sowjetunion, die üben sich ganz offenbar schon darin, in den Netzen der anderen logische Bomben zu implantieren. Das heißt also, eine Schadsoftware, die aktiviert werden kann und die tatsächlich in der Lage ist, großflächig auch einen Stromausfall, also einen Blackout zu verursachen. Und
auch diese Gefahr wird nochmal dramatisch steigen. Das ist nur ein Symbolbild hier für Smart Grid, für eine intelligente Steckdose. Diese intelligente Steckdose, die ist ja nicht nur ein Tor für Strom, sondern die ist auch ein Einfallstor für Daten. Also eigentlich ein gefundenes Fressen für jeden Hacker, der sofort eine physische Verbindung hat, an die er ankoppeln kann, um damit mit einigem Geschick, und das haben die ja durchaus, in das Allerheiligste der Energieversorgung vorzudringen. Und dann haben wir eben Zustände wie in der Ukraine 2014. Die Abnahme der Schwarzstartfähigkeit, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Schwarzstartfähig sind Energieerzeuger, die in der Lage sind, ohne dass sie sich an einem Stromnetz befinden, ohne dass sie das zur Verfügung haben, selbst aus dem Ruhezustand wieder in den Betriebszustand zu kommen. Schwarzstartfähig sind Wasserkraftwerke vor allem, aber auch Gaskraftwerke. Biokraftwerke kann man auch noch mit, Biomassekraftwerke kann man auch noch mit dazu zählen. Wind und Sonne sind das eben definitiv nicht, denn die werden ja auch erst über Wandler an das Netz angeschlossen. Die müssen also diesen Sinusverlauf vorgegeben bekommen. Erst wenn sie das bekommen, dann wissen sie, mit welcher Frequenz sie selbst einspeisen. Und wenn in einem Blackout das Netz weitgehend zerfallen ist und die ersten Erzeuger wieder gestartet werden und diesen Sinus erzeugen, dann muss in einem komplizierten Verfahren ein Zusammenschluss dieser Erzeuger erfolgen zu größeren Einheiten, und die müssen auch phasengerecht zusammengekoppelt werden. Das heißt, wenn in der Millisekunde, in der die Spannung im einen Netz null ist, muss sie beim Anschluss auch in dem anderen null sein oder beide Netze werden zerstört. Also das ist ein wirklich hochkomplizierter Vorgang, der nur von wenigen Spezialisten auch beschrieben worden ist bisher in der Literatur. Und damit steigt natürlich auch die Länge des Blackout. Ehe man alle Windräder wieder dazu gebracht hat, dass sie was liefern, das erfordert einfach viel mehr Zeit, als ein paar Großkraftwerke wieder zum Laufen zu bringen und zusammenzuschalten. Ja, und dann noch die mangelnde Sachkunde der Politik. Und ja, also man muss es sich einfach nochmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, was sie da so gesagt hat. Ich zitiere es. Mein Lieblingszitat hier. An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Stimmt. Deswegen haben wir Speicher. Da fragt man sich schon, deswegen haben wir Speicher. Gut, kann man auch noch akzeptieren. Und deswegen fungiert als das Netz als Speicher. Und hier kommen einem doch erste Zweifel aus. Ob das Netz, weil es grau ist und weniger erneuerbare Energien gibt, ob das deswegen als Speicher fungiert. Aber ihr sagt, begründet sie das Ganze, und das ist alles ausgerechnet. Ich habe irgendwie keine wirkliche Lust, mir gerade mit den politischen Akteuren, die das besser wissen, zu sagen, das kann nicht funktionieren. Also hier ist die Grammatik auch aufs Äußerste ausgereizt, muss ich sagen. Sie hat doch erneuerbar gesagt und nicht erneuerbar. Ne? Also das hier habe ich direkt abkopiert. Ja, Ja, sie lässt ja öfter mal so Silben weg. Ja, also die Frage ist eben wirklich, kann das gut gehen? Und wir können uns glücklich schätzen, diese Frage werden wir in der nächsten Zeit beantwortet kriegen. Ja, es wird ja immer wieder auch als Argument nun vorgebracht, dass unsere Stromversorgung die sicherste der Welt ist, weil es im Jahr
pro Einwohner nur etwa 10 Minuten Stromausfälle gibt. Und da kann man das ein Begriff nochmal erwähnen, der heißt Truthahn-Illusion. Er stammt von Nassim Taleb, einem Börsenmakler, einem amerikanischen. Und er hat diesen Begriff des schwarzen Schwans und der Truthahn-Illusion auf die Finanzmärkte angewandt, wo eben auch 2008 alle gedacht haben, alles gut gegangen bisher, muss weiter gut gehen. So wie dieser Truthahn eben denkt, der hier 1000 Tage gefüttert und gepflegt wird, das geht unbedingt so weiter. Und dann wird er plötzlich zu Weihnachten geschlachtet. Also diese Truthahn-Illusion ist nicht geeignet, Zuversicht zu verbreiten. Und nun schauen wir uns mal an, was wir denn zu erwarten haben, wenn ein solcher Blackout tatsächlich auftritt. Und da gibt es eine überaus ehrliche Äußerung nicht vom Bundesumweltamt, sondern vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben eine Broschüre verfasst und deren Fazit lautet eben, ich lese es nochmal vor, entweder lebt die Bevölkerung, das sind wir alle, bewusst mit dem Restrisiko einer eingeschränkten bzw. fehlenden Versorgung im Falle eines langanhaltenden flächendeckenden Stromausfalles oder aber sie ergreift selbst Maßnahmen, um ein solches Risiko abzuwenden. Also wie man mit einer so unglaublichen Frechheit die eigenen Pflichten einfach auf die abwälzt, die damit geschützt werden sollen, ist unvorstellbar. Und das Einzige, werde ich vielleicht morgen auch noch mal sagen, was hier bleibt, die Kommunen sollten wenigstens die Initiative ergreifen und sie können schon dem Ganzen nicht vorbeugen, aber sie können vielleicht den Verlauf ein wenig abmildern. Aber das sollten sie tun und als Beispiel wäre da die Versorgung vor allem mit Trinkwasser zu nennen. Trinkwasser wird in unterschiedlicher Art und Weise technisch gespeichert. Sehr viele Städte, Gemeinden werden durch solche Hochbehälter versorgt. Und diese Hochbehälter haben unten eine Pumpe, wo sie dann aus größeren Reservoiren mit immer wieder gefüllt werden, in dem Maße, wie der Verbrauch ist. Das hier ist ein Hochbehälter in Schleswig-Holstein. Das muss nicht überall so sein. Thüringen zum Beispiel ist ganz Ostthüringen mit solchen Hochbehältern versorgt. Und da ist nach einem bzw. 2 Tagen dann auch kein Wasser mehr in der Leitung. Ich habe bei der Wasserversorgung in Erfurt mich erkundigt. Die haben also für einen länger andauernden Stromausfall bisher auch noch in keiner Weise ausgesorgt. Man könnte das machen mit ausreichend leistungsfähigen Notstromaggregaten, die auch den richtigen Kraftstoff vorhalten. Man kann Kraftstoff für Notstromaggregate oder man sollte es zumindest nicht an der Tankstelle kaufen. Aha. Seit Biozusätze drin sind, garantieren die Hersteller nur noch eine Haltbarkeit von 60 Tagen. Und wenn man die deutlich überschreitet, ich habe das auch mal gemacht und mir den Kraftstoff angesehen, dann flocken die biogenen Bestandteile da drin aus, und zwar so, dass die kleinere Öffnungen, Düsen, auch Filter ganz klar verstopfen, der ist völlig unbrauchbar. Es gibt Spezialkraftstoffe, die länger haltbar sind. Eine Alternative ist übrigens auch Heizöl, das ist noch nicht mit Biozusätzen unbrauchbar gemacht für diese Zwecke. Aber das ist zu gewährleisten. Und die Notstromkapazität ist in vielen Fällen, die es gibt, auch viel zu klein. Ich kenne ein Krankenhaus, das hat ein Notstromaggregat von 50 Kilowatt und der Verbrauch ist
in nicht unbedingt in Spitzenzeiten, sondern eine mittlere Leistungsaufnahme liegt bei einem Megawatt. Also da kann man vielleicht noch irgendwie die Beleuchtung in den Operationssälen mit am Laufen halten, mehr aber nicht. Er ist also überhaupt nicht angepasst. Und dann gibt es ja die Trinkwassernotbrunnen. Davon gibt es 8000 in Deutschland und deren Lage wird geheim gehalten. Das ist nicht gerade günstig bei einem Blackout, wenn die Bevölkerung gar nicht weiß, wo sie Wasser holen könnte, weil es auch keine Kommunikationsmittel mehr gibt, über die man die Bevölkerung erreicht und allen sagen kann, also ihr müsst in die Paul-Schneider-Straße, da ist so eine Schwengelpumpe, das ist hier aus Berlin, wo könnte es auch anders her sein. Die Schüttung ist natürlich viel zu gering für 8000 Menschen, für die das eigentlich reichen musste, wenn kräftige Leute in Berlin das ständig bedienen. Die Kommunen sind für diese Notbrunnen verantwortlich. Die müssen sie instand halten, aber dieser Aufgabe kommen die eigentlich nicht nach. Und das BKK, also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, empfiehlt, ausreichende Vorräte anzulegen. Lässt sich aber auch da vorsichtshalber nicht aus, was ausreichend ist. Denn wenn man dem näher nachgeht und alle Register der Sparsamkeit zieht, dann kann man so abschätzen, dass für eine dreiköpfige Familie 10 Tage mindestens 170 Liter da sein müssen. Das muss man auch erstmal in einer Dreizimmer-Neubauwohnung irgendwo lagern können. Und umwälzen sollte man es ja auch alle paar Monate ohnehin nochmal. Also sollte man schauen, was gibt es noch für Alternativen. Eine Alternative ist zum Beispiel Mitteltüringen. Die haben ein Leitungsnetz, das von der Ora-Talsperre gespeist wird. Die liegt etwa 300, 350 Meter höher. Und mit diesem hydrostatischen Druck kann man, wenn man noch ein paar Elemente zwischendurch pumpen, praktisch kurz schließt, kann man das Netz am Laufen halten. Also eigentlich müsste jeder wissen, was ihm bevorsteht, wenn der Strom ausfällt. Vielleicht hat einer diese 170 Liter wirklich vorrätig gehalten und stellt fest, die Trinkwasserversorgung ist gar nicht gestört. Oder bei einem anderen ist es eben umgekehrt. Und die Empfehlung, die man da nur geben kann, ist wirklich jetzt schon beim Wasserversorger anzufragen, für welchen Zeitraum er bei einem längeren Stromausfall die Versorgung mit Trinkwasser garantieren kann. Und wenn er nicht antworten will, können Sie einen gewählten Stadtverordneten mit dieser Fragestellung beauftragen. Also, es ist nicht böse gemeint, was ich jetzt gesagt habe. Und kleine Tricks lassen sich schon anwenden. Es ist ja auch eine Frage nicht nur des Trinkwassers, sondern des Brauchwassers. Mit dem fehlenden Trinkwasser wird nach kurzer Zeit auch das Abwasser nicht mehr fließen. Sie werden Verstopfungen haben, Sie können Ihre Toilette gar nicht mehr benutzen. Das steigt dann nach oben. Es ist also dringend geraten, irgendwie, wenn Sie die Toilette weiter benutzen wollen, noch Wasser zuzuführen. Und da könnte eben einfach so eine Regenklappe im Fallrohr auch noch helfen. Es regnet ja gar nicht mehr so selten. Die Möglichkeiten, sich auf eine solche Sache vorzubereiten, sind zwar grundsätzlich begrenzt, aber es gibt doch ein ganzes Spektrum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Ja, bitte. Wir kaufen jetzt schon Strom aus dem Ausland zu und jetzt könnten ja einige sagen, macht euch keine Sorgen, kaufen wir eben noch mehr Strom dazu aus dem Ausland. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ist das realistisch? Nein, dazu gibt es Erklärungen. Auch aus dem Ausland. Also sowohl Polen als auch Frankreich hat erklärt, sie könnten in dem Umfang, wie wir Strom benötigen werden, den nicht liefern. Und auch Baden-Württemberg ist ja jetzt besonders nach dem Abschalten des Atomkraftwerks dort auf Importe angewiesen.
Und die sind bereits in besonderem Maße von kontrollierten Abschaltungen jetzt auch betroffen. Weil man kann auch nicht den Strom über beliebige Entfernungen ran transportieren. Die Verluste sind dann doch, die Leitungsverluste, erheblich. Also von Frankreich zum Beispiel haben die in vielen Fällen nicht genug Strom bekommen, sodass Lastabwürfe nötig waren. Lastabwürfe heißt also Trennen großer Verbraucher vom Netz. Da sind vor allem natürlich immer metallurgische Betriebe, die kommen dafür in Frage. Zum Beispiel die Trimethütte Hamburg, die war im Jahr 2019 von 78 solchen Abschaltungen bereits betroffen. Also auch damals hat der Strom nicht gereicht. Und die werden Deutschland in absehbarer Zeit mit ihrer Produktion verlassen. Ja, bitte. Ich komme nochmal auf den 13. September zurück, als es hier die Abschaltungen gab. Die hatten ja dann auch noch Auswirkungen über Dresden hinaus. Mein erster Gedanke war, als es passiert ist, das war an dem Abend, als Höcke wohl bei Pegida reden sollte, da dachte ich, das könnte ja jetzt ein Anschlag Antifa oder wie sonst wie sein. War so der Gedanke, der mir kurz durch den Sinn kam. Und dann hatte ich natürlich gehört, dass es ein simpler Luftballon gewesen sein soll. Ja. Also ein Kinderluftballon, der aluminiumbeschichtet ist. Nun habe ich mir gedacht, also wenn so ein beschichteter Luftballon in so einen Hochspannungsbereich kommt, der zerpufft doch eigentlich und dann ist doch eigentlich Schluss. Und dann dürfte doch nicht ein gesamtes Stromnetz mit anschließenden Netzen im Umfeld für mehrere Stunden zusammenbrechen. Sehe ich das so richtig oder kann man das wirklich erklären? Oder ist das Mummenschanz, was da erzählt wurde? Also ich habe da so meine Zweifel, ob dieser Luftballon wirklich 2 Stunden in eine Großstadt und Umgegend. Oder ist es nur ein Zeichen dafür, dass wirklich das Netz so auf Kante genäht ist, dass wenn irgendwas ins Straucheln kommt, das dann gleich Folgewirkungen entfaltet? Also ich kann diese Zweifel, die kann ich nur vollumfänglich teilen. Wir haben ja hier, es handelt sich bei den Anlagen um Hochspannung, um Starkstrom. Und dieser Luftballon, der ist für ganz kurze Zeit nur ein Leiter mit einem immer noch so hohen Widerstand im Starkstrombereich, dass da im Vergleich zu den anderen Strömen, die da fließen, nur ein winziger Strom fließen kann und dann hat er sich pulverisiert, so wie Sie das sagen. Der kann nicht die Ursache gewesen sein, meiner Meinung nach. Für mich ist das einfach nicht vorstellbar. Meine Frage bezieht sich nicht auf die Stromversorgung, sondern auf die Energieversorgung überhaupt. Es ist ja durch die Medien gepusht worden, dass innerhalb kurzer Zeit der Preis, der Börsenpreis fürs Erdgas sich verzehnfacht hat bis an 2000 Dollar pro 1000 Kubikmeter. Nun hat Thomas Röper, der Verfasser des Antispiegel, gestern oder vorgestern geschrieben, dass auf eine Rede des Herrn Putin hin dieser Börsenpreis innerhalb weniger Stunden um 50% gefallen sei. Haben Sie davon gehört? Und wie kann man sowas erklären? Also ich kann ja auch nur das verfolgen, was in Medien irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Ich weiß also nur, dass schon der moderate Anstieg des Gaspreises und der Beginn der Knappheit Putin in die Schuhe geschoben wurden. Und dass aber die Gasversorger, also diese Vertretung der Gasversorger hier in Deutschland erklärt hat, und zwar definitiv, dass Putin daran nicht schuld sei. Das soll ja sogar Frau Merkel erklärt haben. Ja, auch das. Also das ist ganz und eindeutig dementiert worden von den Leuten, die es wissen müssen, weil sie das Gas von Putin beziehen. Und wenn er also in dieser Hinsicht nicht einen derartigen Einfluss gehabt hat, ist es auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass dann eine Rede von ihm derartige Folgen hat. Also da fühle ich mich auch nicht kompetent genug, das Ganze zu bewerten. Ich wollte noch eine Ergänzung zum Luftballon sagen.
Es ist möglich, aber ziemlich unwahrscheinlich. Es ist möglich, dass der Stromschienenschutz angeschlagen hat und deshalb die Abschaltung erfolgt. Die Stromschiene ist nicht beschädigt worden, wir haben es uns angesehen. Es ist aber unwahrscheinlich deshalb, weil bei so einem Vorfall, das hat sich schon erwähnt, der Luftballon pulverisiert wird. Und es ist dann ziemlich unwahrscheinlich, dass man dann anschließend Teile findet, auf denen noch steht, man soll diesen Luftballon nicht in den näheren Strom schieben. Und es ist deshalb noch unverständlich, weil es um zwei Luftballons ging. In der ersten Meldung war es ein aus dem Internet zu beziehender amerikanischer Ballon. In der zweiten, einen Tag später, war es ein einfacher Kinderballon, Aluminium beschichtet, den man auf dem Jahrmarkt kriegen kann. Also. Aber eine Visitenkarte hätte ich nicht gehabt, oder? Wenn es so einfach wäre, müsste man ja sämtliche Ballons verbieten, weil da könnte man innerhalb kürzester Zeit das ja... Maßnahmen. Maßnahmen, Ballon, Verbietungsmaßnahmen. Ja. Also man muss sich mal überlegen, die Spannungen, die dort sind, die sind im sechsstelligen Voltbereich und da würden also, wenn so ein Luftballon wirklich leitend würde, minimale Ströme für eine hohe Leistung, die dem Zerplatzen des Luftballons zur Verfügung steht, da sein. Aber mit ganz geringen Strömen nur. Und um irgendetwas auszulösen, da müssen dort einige 100 Ampere wenigstens mal fließen. Und die leitet der Ballon nicht durch. Und wow, ist in Altenberg auch noch das Netz weggewerfen. Ne? Das ist ja wirklich ein Folgeschaden gewesen. Ne? Ja, also kann ich auch nur sagen, das Netz ist ziemlich komplex. Und auf Kante genäht, kann man das schon so sagen? Ja, also im Augenblick würde ich das noch nicht sagen. Es werden so Reserven im Bereich von 5 Gigawatt immer noch behauptet, die auch bei angespannten Situationen da wären. Das ist natürlich deutlich weniger als früher, das muss man sagen. Aber richtig defizitär wird die Sache erst nach dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke am 31.12. werden. Ja, bitte. Gibt es vielleicht irgendwo Bestrebungen der Verantwortlichen, diese Szenarien zu verhindern, zum Beispiel diese Atomkraftwerke nicht abzuschalten? Nee. Und wäre das zweitens überhaupt möglich praktisch? Könnte man diesen Rückweg noch gehen oder ist der schon bereits verstopft? Also grundsätzlich könnte man diesen Rückweg noch gehen. Es ist zwar so, dass die Betreiber sich darauf eingerichtet haben, dass wirklich Ende des Jahres mit dem Betrieb Schluss ist. Die haben also keine neuen Brennstäbe mehr gekauft. Die haben Leute entlassen, die auch schon weg sind. Die brauchten also wieder erstmal eine gewisse Zeit, um sich zu sammeln. Das könnte durchaus vielleicht ein, zwei Jahre dauern. Aber prinzipiell wären diese Atomkraftwerke noch weiter zu betreiben. Gibt es irgendwo unter den politischen Verantwortlichen auch die Erkenntnis, dass man eigentlich irgendwie agieren müsste? Naja, es gibt ja eine Gruppe in der FDP, die diese Forderung aufgemacht hat. Aber die FDP wird nicht genug Stimmgewalt haben, um das Ganze tatsächlich durchzudrücken. Und bei den Grünen ist es ja nach wie vor einfach Teufelszeug. Egal, ob das neue, ganz neue Technologien sind oder nicht. Wohin hat man das jenseits der 20 geplant, Atomkraftwerke in Wurzreichen? Entschuldigung? In Polen. Ja, also das kann ich jetzt so genau nicht beurteilen. Aber die Renaissance der Kernenergie ist ja praktisch weltweit jetzt festzustellen. Und auch China baut ja nicht nur einen Typ, sondern macht Experimente mit mehreren neuen Prinzipien. Ich habe gelesen, dass Macron jetzt auch vorhat, also vor zwei Tagen war die Meldung, 1 Milliarde in Kernenergie, in mehrere kleine Atomkraftwerke zu investieren. Ja. Von denen er sagt, ja, das hat nichts mit den alten Atomkraftwerken zu tun, der Strom wäre natürlich viel sauberer und es wäre alles viel sicherer. Also man sieht da, man geht da schon den Rückweg. Ja. Mhm. Aber Frankreich ist eben nicht Deutschland. Ich sag mal Gott sei Dank, aber in dem Falle wäre es ganz gut.
Vielleicht getraut er sich das erst, nachdem Frau Merkel jetzt abtritt. Das werden wir sehen. Ja, ach so, auch das noch. Ja, dann. Frage, weil wir das vorhin hatten mit diesen Sonnenbinden und der Frage, was passiert, wenn gerade die Großtransformatoren zerstört würden. Mhm. Die interessante Frage ist doch, die Fabriken oder die Fabrikationsmöglichkeiten für solche Technologien, die werden doch selber zerstört. Also die Frage ist doch, die kann man doch eigentlich gar nicht mehr neu aufbauen, oder? Ja. Das ist ein zivilisatorischer Abbruch. Mhm. Weil so, man braucht doch so viele Komponenten, um so ein Stück zu bauen. Wenn man die nicht hat, kann man die fängt man doch praktisch von null an. Man hätte doch ein Stromnetz von 1860. Ja, und vielleicht haben die Militärs dann auch noch ein paar Energieerzeuger. Nein, die würde ich nicht unter die Militärs zählen. Aber die arbeiten ja sehr intensiv an der Härtung, vor allem ihrer gesamten Elektronik. Ja, weil auch das ein ganz ähnliches Prinzip, die EMP, die elektromagnetische Impulsbombe, die wird also in geringer Höhe gezündet und erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der auch diese starken Ströme induzieren kann in den Leitungen. Und aus Angst, dass der Gegner das macht und damit auch die gesamte zivilisatorische und technische Funktion außer Funktion setzt, werden eben für die Militärs unverzichtbare Vorrichtungen einfach in dieser beschriebenen Weise dick ummantelt und damit gehärtet. Ja? Muss ich mir dazu das jetzt so vorstellen, dass selbst die Drähtchen in meiner Wand verschmorgeln? Auch das. Das ist schwer zu sagen. Die Strahlen sind ja auch gerichtet und ein Draht hat Glück, wenn er zufällig in der gleichen Richtung verläuft. Wenn er quer steht, wird wesentlich mehr Energie dann da drin erzeugt, fließt mehr Strom. Also es gibt ja eine gewisse Vorwarnzeit für einen solchen Sonnensturm. Der kündigt sich auch meistens durch starke Protuberanzen vorher noch an und durch Blitze praktisch, durch einen Röntgenblitz, der vorher auf die Erde trifft. Der ist also mit Lichtgeschwindigkeit da. Die geladenen Teilchen sind langsamer, hat man also etliche Stunden Zeit. Und sollte im Radio angekündigt werden, dass ein solcher Strom in Richtung Erde unterwegs ist, dann sollten Sie am besten die Hauptsicherung drücken, dass Sie erstmal vom Netz getrennt sind, sollten die Netzstecker ziehen, vor allem bei elektronischen Geräten. Und wenn Sie sonst irgendwelche Leitungen unterbrechen können, ohne sie gerade zu zerhacken, dann sollten Sie das machen. Ja, bitte? Beschäftigen Sie sich auch mit den ökologischen Schäden, die Energiewende induziert? Also ich habe nur im Zusammenhang mit den ökologischen und sozialen Schäden der Windenergie mich informiert. Ich kenne also den Verfasser auch der Studie, der das Insektensterben festgestellt hat und dafür heftigst auch angegriffen wurde. Aber was zum Beispiel auch die medizinischen Schäden des Infraschalls ganz genau sind, da kann ich mich nur auf Studien verlassen, die als zuverlässig betrachtet werden. Also, dass es beim Menschen Wirkung erzeugen kann, das steht mittlerweile außer Frage. Was ist Ihre Meinung zu Pumpspeicherwerken? Und können Sie verstehen, warum Dresden eins vor der Haustür hat und brach liegen lässt? Ja, die Pumpspeicherwerke müssen ja für die von Ihnen erzeugte Energie, müssen die für von Ihnen bezogene Energie, müssen die EEG-Umlage zahlen. Und damit rechnet sich das kaum noch. Also auch die größeren Pumpspeicherwerke wie Goldestal
Da überlegen die Betreiber Vattenfall, ob sie die nicht stilllegen einfach. Ja, das ist Irrsinn. Das ist absoluter Irrsinn. Mhm. Ja. Sie sagten vorhin beim Thema Netzsicherheit, Hackergefahr, dass das natürlich auch ein großes Problem werden könnte und auch schon ist. Wäre dann eine Lösung, dass man sich weniger abhängig macht von den großen Anbietern und eher empfiehlt, dass die Kommunen oder kleinere regionale Einheiten eigene Stromproduktion versuchen aufzubauen, also sowas wie die Bürgerkraftwerke? Da gibt es ja schon einige Modelle. Ist das realistisch? Nein, aus folgendem Grund, die müssten das im Inselbetrieb machen. Dann wären sie erst unabhängig von den Folgen, die im Verbundnetz entstehen. Aber das ist illusorisch. Das macht niemand mehr, dass er sich vom Verbundnetz trennt. Aber dezentrale Energie, wenn ich das so verstanden habe, wäre doch durchaus eine Idee, oder? Also, ja. Man macht das also, Sie können ja, wenn Sie eine Solaranlage auf dem Dach haben, können Sie die auch, vor allem in Verbindung noch mit dem Notstromaggregat, im Inselbetrieb betreiben. Das muss vorher für diesen Betrieb tauglich gemacht werden, aber da gibt es Firmen, die diese Leistung anbieten. Und dann können Sie den Netzschalter umlegen. Wenn Sie ihn per Hand umlegen, brauchen Sie das nicht der Bundesnetzagentur zu melden. Wenn er es automatisch macht, müssen Sie das melden. Das war ein sehr guter Vortrag. Ja, mir wieder zu denken gibt. Das ist mir aber im Prinzip schon zu Ostzeiten so gegangen, dass ich mich gewundert habe, dass die Tendenz schon damals Richtung einschienischer Versorgung von Gebäuden ging. Also wir hatten damals immer noch Gas. Also jetzt gibt es ja auch noch viele Leute, die Gas im Haus haben, also im Gasheizung betreiben. Aber es ist eben nicht mehr in der Wohnung anlegen. Es ist nicht mehr für Kochzwecke. Vorher hatten wir das 24 Volt oder 12 Volt Telefonnetz. Glasfaser super, alles ja. Aber der Preis ist eben unbedacht hoch. Ja? Also in dem Moment ging eben auch kein Telefon mehr. Nix. Ja, was nimmt man so mit von so einem Abend? Also, dass man sich doch ein bisschen vorbereiten muss und ein paar Dinge halt doch noch organisieren muss, wo man, sage ich mal, für eine Woche, 14 Tage unabhängig ist. Das ist ein bisschen schreckend, wenn das so vor Augen geführt wird. Ich habe ein Gartenhaus und dort können wir ziemlich autark leben. Aber es ist schon erschreckend, was auf uns zukommt. Und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen erschreckend, wie viel wir verlangt haben im Leben. Also manche Sachen konnte man ja schon früher mal und mittlerweile haben wir das alles verlernt und wissen noch gar nicht mehr, wie wir uns helfen können, ohne dass uns von außen geholfen wird oder dass Politiker da eingreifen. Wir haben den Stromausfall in Dresden alle erlebt und haben also auch zu spüren bekommen, was das für Auswirkungen hat. Und das macht uns schon Sorgen. Und ich meine, die Politik muss das ernst nehmen. Und dann erwarte ich tatsächlich, dass man konkret und schnell und zügig auch Lösungen heranführt und nicht länger die Leute in Sicherheit wiegt, wo keine Sicherheit mehr da ist. Es müsste eigentlich noch viel mehr solche Vorträge stattfinden, damit man einfach mal weiß, welche Abhängigkeiten bestehen und wo wir bei allem Sinn, der auch für erneuerbare Energien irgendwo da ist, wo man die Komplexität mit erkennt und wo man die Zahlen sich mal anschaut, wie das alles ineinander eingreift und erst dann mit Sinn und Verstand darüber nachdenkt, wo können wir konventionelle Sachen mit gerütteltem Maß herunterfahren und wo können wir neue Sachen entsprechend so einbringen, dass sie sich ergänzen. Der Ampel ist sehr fachlich fundiert und auch mit wirklich belegbarem Wissen. Dankeschön.